Oh, toll! Das hast du prima gemacht, Caillou. Jetzt kannst du es verzieren und überlegen, für wen es sein soll. Caillou überlegte sich, wem er diese Valentinskarte geben wollte. Diese Karte ist für Clementine. Sie mag Sterne. Wo ist der Kleber? Das ist komisch. Ich hätte schwören können, dass er hier irgendwo war. Hier ist der Kleber. Wir brauchen ihn nicht mehr. Caillou arbeitete sehr konzentriert, um jedem seiner Freunde eine ganz besondere Valentinskarte zu machen. Ich bin fertig, Mami. Ich habe eine für Leo gemacht, eine für Clementine, eine für Xavier und eine für Emma. Die Karten sehen wirklich sehr hübsch aus, Caillou. Ich bin sicher, dass sich alle sehr freuen werden. So, du musst dich anziehen, sonst kommen wir noch zu spät. Caillou konnte es nicht erwarten, zu Leos Party zu kommen. Die Valentinskarten! Hier sind sie, Caillou. Ich habe sie alle in eine Tüte getan. Oh, danke schön. Viel Spaß, Caillou. Wiedersehen, Papa. Als Caillou endlich bei Leo war, konnte er es nicht erwarten, die Valentinskarten seinen Freunden zu geben. Hast du deine Valentinskarten schon verteilt? Nein, wir haben auf dich gewartet. Leo! Caillou und Leo freuten sich, dass sie den Vormittag miteinander verbringen konnten. Und sie fingen auch auf der Stelle an zu spielen. Caillou! Du bist aber nicht Caillou. Ich bin hier, Mami. Wir sind Bären in einer Höhle. Sarah, warum hast du denn immer noch deinen Pyjama an? Das ist doch nicht mein Pyjama. Das ist ein Gi. Den trage ich während meiner Karatestunde. Ich Dummkopf. Ich bin sofort fertig. Willst du inzwischen Caillou deinen Karate-Gi zeigen? Hallo, Sarah. Caillou ist in seinem Zimmer. Aber nimm dich in Acht. Da oben toben riesige, gefährliche Bären in dunklen Höhlen herum. Caillou, bist du das? Sarah! Hallo. Ich kann nicht lange bleiben. Dein Papi fährt mich zu meiner Karatestunde. Ich wollte euch nur mein Karate-Gi zeigen. Du trägst das beim Karate? Aha. Siehst du? Ah. Ich brauche viel Platz beim Karate-Üben und mein Gi ist sehr bequem. Dein Papi hat gedacht, ich habe noch mein Pyjama an. Caillou und Leo verfolgten gebannt Sarahs Karate-Vorführungen. Sarah, ich bin soweit. Ich muss los, aber ich kann nach meiner Stunde herkommen und euch noch mehr Karateübungen zeigen, wenn ihr wollt. Wiedersehen. Wow. Die Karatestunde war ein Riesenspaß für alle. Da bist du ja. Können wir jetzt gehen? Sieh mal, Mami, ich hab Geld. Steck es lieber in deine Tasche, damit du es nicht verlierst. Nein, Mami. Caillou fand, dass er schon viel zu groß ist, um wie ein Baby im Einkaufswagen gefahren zu werden. Er wollte lieber seinen eigenen Wagen herumschieben und Sachen reintun. Augenblick mal, mein Hase. Mach langsam, ja? Ich habe eine Liste von den Sachen, die wir brauchen. Willst du für mich die Sachen finden, die wir kaufen wollen? Also, fangen wir mit dem Obst an. Caillou fand immer alles ganz schnell im Supermarkt. Das war so ähnlich wie Versteckenspielen. Nur, dass man Sachen zum Essen suchen musste. Prima, Caillou. Du hast die Äpfel gefunden. Ich hole eine Tüte, um sie reinzutun. Ich will das tun, ja? Na, was ist? Soll ich dir helfen? Caillou fand es toll, wie das Gesicht von dem Mädchen angemalt war. Alles voll mit Sternen und Kreisen. Er wollte, dass sein Gesicht auch angemalt wird. Du
Du kannst dich auch so anmalen lassen. Da ist eine Frau, die malt allen die Gesichter an. Sie ist da drüben. Aber es ist besser, wenn du erstmal deine Mama fragst. Das kostet nämlich Geld. Mami, Mami, darf ich auch angemalt werden? Ich hab Geld. Schau. Darf ich bitte? Caillou war glücklich, dass sein Gesicht auch angemalt wurde. Und er war stolz, dass er das mit seinem eigenen Geld bezahlen konnte. Piep! Das kriegen Sie zurück und einen schönen Tag noch. Diesen Luftballon bringe ich Rosi mit. Hast du dich versteckt? Ich komme! Caillou und Rosi spielten wieder Verstecken. Aber diesmal war Rosi sehr leicht zu finden. Ihr wisst schon, warum. Da! Ein Affe! Magst du den? Die Affen waren wirklich sehr lustig. Aber Caillou wollte weitergehen, um die großen Elefanten zu sehen. Sieh mal, Mami, was ist denn das? Das ist ein Nilpferd, Caillou. Das Nilpferd war sehr beeindruckend. Das war wirklich ein großes Tier. Wow, das ist wirklich groß. Aber die Elefanten sind noch viel größer. Los, gehen wir. Rosi, soll ich dich Huckepack nehmen und dann sehen wir uns die Elefanten an? Caillou konnte es kaum glauben. Endlich sah er die Elefanten. Und darüber war er sehr, sehr glücklich. Elefanten! Caillou konnte die Elefanten von seinem Platz sehr gut beobachten. Es waren wirklich die größten Tiere, die er jemals gesehen hatte. Die sind aber wirklich groß. Magst du die, Rosi? Das ist ein Baby-Elefant mit seinem Papi-Elefant. Boah, der ist aber stark. Das Baby isst jetzt. Der Papi-Elefant kommt jetzt näher. Und jetzt duscht er. Oh, er winkt uns. Er will uns Hallo sagen, glaube ich. Elefant, hallo! Caillou konnte die Häschenkarotten nirgendwo finden. Er grübelte, was wohl mit ihnen geschehen war. Weg! Sie sind auf einmal weg! Das finde ich sehr merkwürdig. Das ist geradezu geheimnisvoll, der Fall der verschwundenen Karotten. Ah, ich hol zwei neue für euch. Caillou war völlig verwirrt. Wo könnten die Karotten denn nur sein? Mami! Mami, ein Kaninchen! Draußen ist ein Kaninchen und es hat eine Karotte. Ist das wahr? Schnell, komm! Und das war wirklich ein Kaninchen? Ja, ein kleines weißes Kaninchen. Da ist es, schau. Gilbert! Vielleicht kommt das Kaninchen wieder. Caillou glaubte, das weiße Schwänzchen vom Kaninchen entdeckt zu haben. Aber da war kein Kaninchen. Hey. Caillou war schwer enttäuscht. Er glaubte, dass er das kleine weiße Kaninchen nie wieder sehen würde. Dann merkte er, wie jemand an seiner Karotte zog. Sieh mal, Mami! Oh, du meine Güte, es ist ein Kaninchen. Häschen! Ich hab dir doch gesagt, ich hab es gesehen. Sei vorsichtig, es kennt dich nicht. Schneebällchen, also hier hast du dich versteckt. Ist das Ihr Kaninchen, Mr. Hinkel? Nein, es ist meins. Ich bin Nancy. Ich bin zu Besuch bei meinem Bruder und irgendwie muss Schneebällchen aus seinem Käfig entwischt sein. Wir haben schon überall nach dem Kerlchen gesucht. Möchtest du Schneebällchen gern mal streicheln? Also, ich glaube, jetzt ist der Fall der verschwundenen Karotten gelöst. Und ich habe ein verschwundenes Häschen wiedergefunden. Gilbert. Hört mal alle zu. Das ist Caillou. Hallo, Caillou!
Alle mal aufpassen. Wir wollen für den Anfang ein paar Streckübungen machen. Also streckt alle eure Arme hoch bis zur Decke. Ich berühre schon die Balken. So, und jetzt beugen wir uns zur einen Seite und zur anderen. Das wär's. Und jetzt berührt eure Zehen. André! Hey, guck mal! Und jetzt lassen wir alle die Arme kreisen. Caillou gab sich große Mühe, aber diese Übung war wirklich schwer. Wenn ich auf diese Trommel schlage, dann möchte ich, dass ihr mit den Füßen stampft. Genauso wie ich es mache. Fertig? Los! So, eins, zwei, eins, zwei. Caillou gab sich wieder große Mühe. Er wollte dem Lehrer zeigen, dass er das konnte. Ich kann es! Alle mal herhören. Also passt auf, jetzt kommen wir zu unserer nächsten Übung, Bockspringen. Einer muss sich auf den Boden hinhocken, den Kopf einziehen und die anderen springen über ihn drüber. Mäh! Mäh! Ich bin ein Ziegenbock! Ich will das auch versuchen! Über André drüber zu springen war nicht leicht. Caillou war ein bisschen entmutigt. Versuch's nochmal. Und dieses Mal musst du deinen Kopf richtig einziehen, André. Also los, Caillou! Gut, ihr wart alle toll. Also bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da warst, Caillou. Komm, wir spielen Gymnastikstunde. Ich will der Gymnastiklehrer sein und du darfst der Ziegenbock sein. Caillou machte es Spaß,